Oko, oko. Test 1, test 2, testosterone, Musik funktioniert. Ecco. Meine Damen und Herren, liebe Kinderinnen. Ich bin heute extra nur für euch aus Italien zu Fuß hierher gelaufen. Oh. Ihr seid so süß, ihr könnt sogar lesen. Ja, ich habe unterwegs den Drachen befreit und die Prinzessin getötet. Oh. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland. Okay, okay. Ja, meine Damen und Herren, es ist wunderschön in Augsburg, wie sagt man, die Stadt, in der die Ekstase erfunden wurde. Ja, das wollte ich einmal noch testen, ja, die Augsburg, die Stadt, in der die Ekstase erfunden wurde. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ja, mir gefällt es hier trotzdem sehr gut. Das Wetter ist besser wie überall. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich bleibe hier bei euch für 2 Wochen. Ah! Ja, kurz, also so wie es mir bei euch gefällt. Ich kann sogar wirklich darüber nachdenken. Vielleicht sogar für immer hier zu bleiben! Nein. Hey, wahrscheinlich habt ihr mir nur falsch verstanden. Für immer hier zu bleiben! Nein. Bitte! Nein. Ah, verdammt! Scheiße sagt man nicht, gell? Ey, gar nicht mal Lichter und da habe ich möchte mal die Leute sehen ein bisschen. Gibt's da was? Oh, das sind echt viele Leute da. Oh, so geile Leute. Ja, wisst ihr was? Ich mache jetzt was ganz anderes, wie ich geplant habe. Mit solchen Leuten, das muss ich ausnutzen. Und zwar mache ich jetzt einen Einstieg und brauche dazu auch gleich Hilfe. Ganz am Anfang ist es natürlich blöd für euch. Am liebsten sind mir die, die sich den Kopf so verstecken. Ich bin nicht da. Weil Schadenfreunde sind die besten Freunde. Ich suche mir jetzt jemand ein und ich akzeptiere auch kein Nein, ja? Aber ihr braucht keine Angst zu haben, ich habe extra für euch Psychologie studiert. Also ich kann euch danach auch auffangen wieder. Ich kann das mal demonstrieren, ja? Wenn ich zum Beispiel auf dich zulaufe, merkst du, wie die Spannung steigt, deine Muskeln, du wirst aufgeregt, deine Spannung, die Muskeln, der Popo wird steinhart, merkst du? Ja, pass auf, wenn ich weglaufe, merkst du, wie der Popo wird langsam wieder weich, gell? Jetzt schau ich dich an. Merkst du die Muskeln? Ich habe so eine Spannung aufgebaut, dass mal eine Frau einen Muskel ist hier. Ja, aber ich habe mich schon entschieden. Und zwar für dich. Dieses Lächeln muss man die Welt einfach zeigen. Das wäre Verleugnung. Komm mit mir. Keine Angst, es wird nicht peinlich. Für mich. Du kannst es mir geben, Joshua. Komm mit! Du bist ein Applaus! Hallo, wie heißt du? Simone! Komm mal hierher. Bisschen näher, Simone. Ja, du bist jetzt auf der Bühne, da gibt es so ein paar Tricks, wenn du dich zum Beispiel kurz bückst, alle klatschen. Probier mal. Wenn du so machst, alle machen Bock, 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 bist so lustig. Du kannst jetzt einen Preis gewinnen, ja? Und zwar fange ich an mit einem Klassiker. Ich habe hier 1,5 Stunden Zeit, deswegen kann ich mit was Einfachem anfangen. Nein, ich habe nur 10 Minuten, deswegen mache ich schnell. Und du machst nur, was ich sage, okay? Das hatte ich noch nie. Jetzt pass auf. Wir machen ein Spiel. Deine Augen gegen meine Hände, ja? Wer ist schneller, mehr schnell? Also deine Augen oder meine Hände? Spiel ist ganz einfach, funktioniert so, wie dir heißt, ja? Du hast 3 Versuche. Einmal, du musst ganz allein probieren. Wenn es nicht klappt, ihr dürft alle mithelfen. Wenn es immer noch nichts klappt, ich helfe dir, weil ich will ja, dass du gewinnst, okay? Also, bist du bereit? Ja. Das Spiel heißt, in welcher Hand steckt die rotes Tuch? Welche Farbe hat die rote Tuch? Rot. Ja, ein bisschen mehr schnell antworten. Ja, ja. Welche Farbe? Rot. Ja. Also, pass auf. Super, jetzt pass auf. Deine Augen gegen meine Hände. Beim ersten Mal allein, beim zweiten Mal, ihr könnt helfen, dann machen wir mit Abstimmung. Ich krieg da ein bisschen mehr Licht, dass ich die Hände sehe. Wollen bitte mal nicht helfen. Ich bin sehr schnell, pass auf. In welcher Hand? Steck die rotes Tuch jetzt. Was ist links? Ach, Hand links. Da, hier. Ja.
egal, sie hat drei Versuche. Es ist nicht da, es ist in der anderen Seite, ist ja logisch, ist ja logisch. Jetzt pass auf, machen wir es nochmal. Und vielleicht, es war auch einfach zu schnell. Und wenn ihr mithelfen wollt, ich mach's ganz langsam, dann habt ihr größer mehr Chance, okay? Achtung. Ja, die Nummer heißt Hauptsache, ich hab Spaß. Ja, steck die rote Tür. Jetzt! Wer sagt hier Hand oben? Wer sagt hier Hand oben? Wer sagt es mir scheißegal? Große zehnte Nase. Ja, also die Meistheit hat dir gesagt, aber du kannst entscheiden, ob du schwimmst mit dem Strom oder nichts. Du sagst dies an und du hast verloren, ja. Manchmal ist es gut, den Strom mitzuschwimmen und manchmal nicht, ja. Aber pass auf, gar kein Problem, weil jetzt ich helfe dir, dann kannst du ganz sicher gewinnen, das ist ja logisch. Pass auf, ich mache dir ein geheime Zeichen. Das ist so geheim, das wirst nur du erkennen. Also schau ganz genau auf mich. In welcher Hand steckte die rote Tuch jetzt? Nimm die andere. Ich helfe dir. Und wenn du willst, dass das Tuch hier auftaucht. Nein, so gemein bin ich. Wenn du willst, dass das Tuch hier auftaucht, lasse ich extra für dich hier verschwinden, damit es in der Hand, die du gewählt hast, wieder auftaucht und du hast gewonnen. Du gewinnst einen Keks. Aber den musst du dir erst verdienen. Pass auf. Wir machen jetzt gleich die nächste Nummer zusammen, weil du bist so super. Sonst muss ich eine neue suchen, es geht weg von meiner Zeit, ja? Also, pass auf. Die nächste Nummer, die wir zusammen machen, das kann man ein bisschen auf die Seite machen, oder? Ja. Wie heißt du? Richtig. Simone, also du musst dir vorstellen, meine Arbeit ist nicht zaubern oder jonglieren oder sowas, sondern meine Arbeit ist es, die Menschen aus ihrem Alltag rauszuentführen, ja? Viele haben Kinder, die müssen die putzen und Schule bringen und die ganze Sache und Bier saufen jeden Abend, was weiß ich. Ein Alltag, der ist pff. Und dann, was macht man? Geht in die Kino. Schaut sich Filme an, hört Musik oder kommt hierher, einfach um aus seinem Alltag rauszukommen. Also egal, was ich jetzt von dir verlange, stell dir einfach vor, die brauchen dich. Ja. Die nächste Nummer heißt wirklich, Hauptsache ich hab Spaß. Du musst dich jetzt... Damit du nicht dreckig wirst, weil du hast weiße Dinger, habe ich hier kurz ausgewählt, weiß nicht, wem das gehört. Ein Tuch. Du kannst dich da einfach hinlegen. Mit der Rücke auf die bunten. Jawohl, super. Du machst das super. Geil, ja. Yeah. Nächstes Mal, wenn du in meine Show kommst, du Rock anziehen, okay? Also, pass auf. Du bekommst jetzt von mir deinen eventuellen Preis, ja? Dieser Keksstock, das ist ein magischer Keksstock. Ein magischer Keksstock. Und wenn alles klappt, meine Damen und Herren, werde ich für eure Unterhaltung mein Leben riskieren. Streng dich nicht so an, okay? Füße runter, die Hände ganz auf, egal was passiert, ganz wichtig, keine eigenen Ideen, okay? Du musst jetzt die Kekse in den Mund nehmen, sodass sie gerade nach oben schauen. Ich habe keine andere gefunden, die bröselt ein bisschen, aber du hast ja ein Schutzglas. Kein Problem. Und wenn es in die Nase kommt, nur ausatmen. Nicht einatmen, okay? Also Kekse in den Mund, ja, schön. Und nicht so lutschen, die Kekse wird weich machen. Ja? Sind uns einig. Du musst jetzt lernen, was jede Frau lernen muss, die Kinder hat oder Kinder will. Im richtigen Moment. Loslassen. Ich freue mich selber einen Keks gerade mit dir hier unten. Jetzt. Pass auf. Im richtigen Moment, die Keks.
Ein Tipp, Augen auflassen, sonst du verpasst den Moment. Also, Trommelwirbel. Wenn ich pfeife, sofort aufhören. Wenn ich pfeife, aufhören. Trommelwirbel. Stopp! Ich hab gesagt, wenn ich pfeife, Leute, dann Trommelwirbel. Manchmal, ich hab so viel Spaß mit den Leuten, da war mal eine Frau eine Stunde gelegen. Fünf Kekse. Nein, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen hier alles. Gell? Also, im richtigen Moment die Kekse loslassen. Trommelwirbel. Im richtigen Moment die Kekse loslassen. Du bleibst hier weg, sonst. Nicht bewegen und nicht pupsen. Nicht bewegen, Hände weglassen, jawohl. Oh Gott, uiuiui. Da komme ich nicht vorbei. Oh, ja, 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 ja. Muss den Mund aufmachen. Ja? Aber du hast mich auf eine super Idee gebracht. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Und zwar ein bisschen schwerer. Welche Teil ich könnte das machen? Ich muss mal kurz was abklären, okay? Ja, es tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich mach nur, was man mir sagt. Ja. Mund aufmachen. Im richtigen Moment. Ich mach das ganz vorsichtig, wie ein Pferd so. Ein Zuckerling. Wenn du das Bedürfnis hast, bei dieser Nummer deine Zunge rauszumachen, mach einfach. Okay. Trommelwirbel! Im richtigen Moment mit den Keks loslassen. Oh, ich darf nicht lachen, sonst habe ich keine Kräfte. Und nicht mit dem Kopf entgegenkommen, ich schaffe das selber. Nicht lachen! Nimm die Kekse in den Mund! Nimm die Sterne in den Mund! Schnell! Ja! Du hast gewonnen! Und zwar ein neuer Keks! Und ein alter Keks. Bitteschön. Du darfst dich verpissen, dankeschön! Retro! Haben wir noch eine oder was? Eine ganz kurze. Also, ich mach schnell eine ganz kurze. Scheiße, was habe ich für. Ist hier ein Knoten in der Seil? Nein! Ist hier ein Knoten in der Seil? Nein! Scheiße, bitte nicht. Ich mach eine andere kurze, okay? Ja, jetzt pass auf. Den machen wir jetzt ganz schnell. Und zwar, dein Freundin, da könnt ihr was erzählen. Schau mal, ich habe hier Karten gespielt, ganz schnell. Und die sind alle unterschiedlich, ja? Das sind Visitenkarten von mir. Kannst du eine nehmen? Jawohl. Also, sonst sind alle unterschiedlich. Ich blätter jetzt durch und du sagst irgendwann Stopp. Und die Karte, die du Stopp sagst, nimmst du draußen. Gut, also bei der Karte hast du gestoppt, nimm draußen, schau sie dir an. Und jetzt steckst du mir wieder irgendwo da drin. Schnell, ich hab keine Zeit. Ja, ja. Und jetzt schmeiß ich die ganze Karte hier in dieses Spiel in die Hut. Wo ist er? Da, hier. Jetzt habe ich hier ein blödes Schnur. Das war früher ein Hund. Der blöde Hund hat mich gebissen und ich habe gesagt, Arschloch, ich verwandle dich in meinen Schnur. Der kann immer noch so gut riechen wie früher. Und der riecht jetzt in deine geile Kopf die Karte. Denk an die Karte. Schneller! Ja, der hat sie! Fifi, hol die scheiße Karte! Scheiße, sag mal, ich hol die dünn Fifi-Karte raus! Ja, jetzt mach ich einen Knoll! Und dann hab ich deine Karte! Ja? Dankeschön! Ist das so ein Design? Ciao! Der sensationelle Pablo Ponto.